So, hi und hallo mal wieder. Und ja, ihr habt richtig gelesen. Heute geht es um die brandneuen und aktuellen Lego Nexonize Wundertüten. Ja, ihr habt auch richtig gelesen. Ich werde in diesem Video 10 Stück öffnen. Das dazu. Aber jetzt ganz ehrlich, die sind plötzlich wieder überall aufgetaucht. Die Nexonize Wundertüten. Ja, bei jedem Zeitschriftendealer in den Geschäften bekommt ihr sie. Die neuen Lego Nexonize Wundertüten Nummer 1. Was ist da dran neu? Naja, es sind drinne 2 von 4 Magazinen und 2 von 8 verschiedenen Figuren. Jetzt müssen wir aber unterscheiden. Wir haben 1, 2, 3, 4 Figuren. Viermal Spielzeug, obwohl den kleinen Ritter kann man auch als Figur bezeichnen, sind dann 5 zu 3. Und ja, ich habe alle Figuren schon mal angeboxt, ist schon lange her, die Magazine. Und ja, ich habe sie. Aber nichtsdestotrotz, es sind Lego-Figuren. Dann wisst ihr, dann hole ich sie mir sowieso. Und es gibt die 2 Magazine, die hier drin sind, die haben Lego Ninjago Serie 3 limitierte Karten. Wenn das so auf dem Bild hier stimmt, der graue mit die blaue Wolke drum, die liegt rund bei 10 Euro, die limitierte Karte. Und plus eine limitierte Karte soll da lose drinnen liegen. Und all das stimmt. Schauen wir uns natürlich mal an. Nicht in eine Tüte. Nicht in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In 10 Wundertüten, die ich jetzt öffnen werde. Also, mein größtes Glück wird sein, 20 neue Minifiguren. Ja, das ist aber dann richtiges Glück. 20 neue Minifiguren. 20 mal eine hochwertige limitierte Karte plus doch eine limitierte Karte. Top. Also fangen wir jetzt direkt mal an. Und wie gesagt, das Video wird etwas länger gehen, weil 10 Wundertüten sind natürlich schon eine Hausnummer. So, holen wir mal alles raus. Ihr seht es. Es ist nichts mehr drin. Es liegt lose dabei. Spielzeug, also der Hochstuhl. Ja, die einzelnen Lego-Steine, die kann man ja immer gebrauchen. Zählen wir gleich mal durch. Und dann seht ihr schon darunter eine lose, limitierte Karte der Lego Nexonize. Ist natürlich richtig cool, aber ihr seht es, weil das Spielzeug da drauf war, ein wenig gewölbt. Wird sich natürlich aber noch legen. Dann das Magazin. Die Bauanleitung von der Spinne, die Waffe, den Hochstuhl. Und hier seht ihr das nächste Magazin mit einer Minifigur. Richtig cool. So, und natürlich diese 3D-Karte, die hatte ich letztes Mal auch angeboxt. Einige von euch werden die noch kennen. Oh, kleines Gimmick. Mal gucken, was ich damit anfangen kann. Lege ich erstmal weg. So, erste Wundertüte geöffnet. Einmal eine Minifigur, einmal ein Spielzeug und einmal die beigelegte limitierte Karte. Kein Magazin mit die limitierte Karte Lego Ninjago Serie 3. Aber wir haben ja noch 9 Tüten vor uns. Und ob da jetzt was drin steckt oder wirklich immer das gleiche drin ist, das möchte ich gerne selber herausfinden und euch natürlich zeigen. Also seid gespannt wie ich. Und ihr schreibt mir natürlich alles in die Kommentare. Ob ihr euch auch schon ein oder mehrere Wundertüten davon gegönnt habt. Und wenn ja, was hattet ihr drin? Oh ja, es wird schon wieder... Ah nein, diesmal ist die Spinne drin. Legen wir mal extra. Eine
andere limitierte Karte. Ist auch cool. Nicht geknickt. Und Bauanleitung. Ah, hier ist ein Magazin. Mit einer limitierten Karte. Richtig cool. Es ist wirklich da drin. Eine limitierte Karte der Lego Ninjago Serie 3. Und zwar die LE3. Und das ist die Karte, die ich meine. Der graue Ninjago mit der blauen Wolke rund liegt rund bei 10 Euro. Richtig cool. Top. Aber wie gesagt, Angebot und Nachfrage. Das ist der Wert dieser Karte. Ihr müsst es nicht kriegen. Das ist richtig cool. Ein Booster-Tütchen. Kann immer eine Ultra drin sein. Ist perfekt. Und natürlich das Wichtigste. Eine Lego-Mini-Figur. Ah, das sieht cool aus. So ein Monster mit den grün leuchtenden Steinen, die leuchten abends. Perfekt. Kommt erstmal weg. Also, zwei Tüten aufgemacht, zweimal was anderes drin gehabt. Und es gibt sie wirklich mit den Lego Ninjago Serie 3 limitierte Karten. Und ich nehme alles raus. Hier ist wieder eine lose limitierte Karte. Und auch wieder eine andere. Drei Tüten, drei verschiedene limitierte Karten. Ist natürlich perfekt. Dann aber der Hochstuhl. Zweimal. Und jetzt kommt... Oh, und das gleiche Magazin. Das ist richtig cool. Mit der limitierten Karte wieder. Das passt. Das passt wirklich. Vorsichtig abholen. Keine Rückstände. Keine Knicke. Perfekt. Aber die gleiche limitierte Karte. Aber trotzdem top. Dann, auch die gleiche limitierte Minifigur. Aber das macht ja nichts. Ihr wisst es ja, ich sammle sie. So, jetzt mal ein bisschen schneller voran hier. Erstmal hier so ein bisschen an der Seite hier alles packen, dass wir gleich mal ein Fazit machen können von 10 Wundertüten. Was am meisten drin ist oder zu erwarten ist. Ups, das war jetzt ein brutaler Hochstuhl, dritte Mal, limitierte Karte, Bauanleitung, und wieder ein Magazin ohne limitierte Karte, aber die 3D-Karte ist dabei, oben im Packen, die Figur, das war's, nächste Wundertüte. Und ja, ihr seht es schon, das Video wird etwas länger gehen. Aber wir wollen ja auch ein faires Fazit von 10 Tüten, was innen drin ist. Ah, cool. Das ist schon mal cool. Es ist der kleine Roboter. Richtig cool. Mal wieder woanders hin tun. Dann eine limitierte lose Karte mal wieder, die wir noch nicht hatten. Die hier ist besser wie die, die ist ein Knick. Muss ich erstmal nochmal begradigen, was längeres, schweres draufsteckt. Und was haben wir jetzt? Eine, ja, die andere limitierte Karte. Die LE19 der Lego Ninjago Serie 3. Richtig cool. Die liegt rund bei 6 Euro müsste diese liegen. Also es gibt die hochwertigen Karten doch in diese Wundertüte. Natürlich freue ich mich über die andere mehr, die ist hochwertiger. Aber die 6 Euro kann man auch nicht verachten. Und sie ist drinne, perfekt. Und natürlich eine goldweiße, nicht so nice, Mini-Lego-Figur. Top. So langsam brauche ich hier mehr Platz, weil jetzt doch immer wieder was anderes drinne ist. Immer. So ein bisschen an der Seite schieben. So. Geht natürlich weiter. Ups, da liegt nichts drauf. Ist nichts drin.
Bin ich mal gespannt. Das Magazin. Ah, dann liegt es lose hier drauf. Der Stuhl. Schon viermal. Die limitierte Karte. Dreimal schon. Und nein, wieder keine limitierte Karte, aber die 3D-Karte nach oben hin. Nexonize Minifigur, top. Auch das dritte Mal schon gezogen. Hallo. Ich sehe gerade was. Das ist eine ganz andere Tüte. Das ist eine ganz andere Tüte. Nein, zweimal die Nummer 1. Ihr seht es selber. Zweimal der gleiche Preis, 4,50 €. Lego Nexonize neu Nummer 1. Lego Nexonize neu Nummer 1. Ganz andere Figuren drin. Halt, stopp. Dann werde ich die natürlich jetzt nicht aufmachen. Da muss ich die jetzt wegpacken. Dann bleiben es nur noch 9. Aber ich habe ja zum Glück noch eine. Sind trotzdem wieder 10. 10 Lego Nexonize Wundertüten. Aber da war eine andere zwischen. Ja, und warum kann ich sie austauschen? Ich habe insgesamt habe ich jetzt 20 Tüten. Aber das muss ich gleich noch kontrollieren. Das ist ja die einzige, die anders ist. Werde ich natürlich dann ein extra Video von machen, weil das kann man ja jetzt nicht als Vergleich sehen. Das geht einfach nicht. Aber ihr habt gesehen, eine andere. Beides die Nummer 1. Werde ich auf jeden Fall unboxen mit einer anderen Tüte dabei. Wenn ich davon mehrere habe, dann mache ich natürlich ein extra Video. Oder wenn ich davon keine mehr habe, dass die einzige ist, werde ich ein Vergleichsvideo mit beiden machen. Aber lasst euch überraschen. Hier das fünfte Mal den Stuhl. Das zweite Mal diese limitierte Karte. Und jawohl, wieder ein Magazin. Mit die teuerste limitierte Karte, die drin stecken kann. Nämlich die rund für 10 Euro. Der graue mit dem blauen. Und nicht verwechseln. Es gibt diese Karte, die sieht fast genauso aus. Da ist der Ninjago, der blaue, glaube ich, drin. Guckt dann ein bisschen nach links. Ist genau dasselbe Bild praktisch. Die blaue Wolke rum, blauer Ninjago, guckt leicht nach links. Die ist 3-4 Euro günstiger. Das dazu. Falls ihr meint, ah, ihr habt die. Die gibt es fast zweimal. Einmal in Grau ist die teure, die blaue Ninjago ist die günstigere. Was heißt günstigere? 6-7 Euro ist auch nicht zu verachten. Wollen wir ganz ehrlich sein. Dann die Figur. Dritte Mal dabei gewesen jetzt in die Wundertüte. 3 Wundertüten habe ich noch. Also wird das Video jetzt nicht mehr allzu lange gehen. Und was haben wir hier? Ah ja, das ist die meiste Karte, die ich bis jetzt gezogen habe. Dann der Stuhl, 6-mal. Und hoffentlich jetzt ein Magazin mit limitierter Karte. Und nein, es ist nur wieder die 3D-Karte-Animation. Mal nach oben gehen. Und diese Figur. Auch schon 4-mal. Vorletzte und 9. Wundertüte der Lego Nexonize-Serie, die ganz neu ist. Mit anderen kann man sich nicht noch ein bisschen beschäftigen. So, und es ist. Hey, mal cool. Mal wieder der Roboter. Der Kleine. Das ist witzig. 2-mal. Die limitierte Karte. 5-6-mal. Jetzt hier. Jawohl. Zwar die andere wieder, aber ist wieder eine hochpreisige Karte. Das ist richtig cool. Weiß-goldene Ninjago-Figur, die habe ich jetzt 2-mal erst, weil ich ja diese limitierte Karte auch erst 2-mal habe.
So, und hier ist sie nun. Die 10. und letzte Lego Nexonice Wundertüte Nummer 1. Ja, die letzte in diesem Format. Ihr habt es gesehen, es gibt sogar auch noch andere. Muss ich mich mal beschäftigen. Aber nichtsdestotrotz, ihr schreibt mir und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare, wenn ihr schon mal eine oder mehrere von diesen Wundertüten euch gegönnt habt, hattet ihr das Gleiche drin, dasselbe wie ich. All das könnt ihr auf jeden Fall schreiben, posten, kommentieren. Für mich und alle anderen. Und jetzt gleich werden wir ein Fazit ziehen, weil 10 Stück ist eine hohe Summe, die man dann gekauft hat, was am meisten drin ist. Und dann als seltenstes. Dann wisst ihr schon, was euch auf jeden Fall erwartet. Wenn ihr das dann sucht, könnt ihr es auf jeden Fall kriegen. Also wie gesagt, die 10. und letzte Wundertüte, die ich jetzt öffne. So, da ist mal wieder der Stuhl drin. Also wisst ihr auf jeden Fall, den Stuhl habt ihr auf jeden Fall. Weil den habe ich jetzt 3-mal, 4-mal, 5-mal, 6-mal, 7-mal. Aber kommen wir gleich zu. Oh, guckt mal, die teuerste von der Serie, da sind ziemlich alle drauf. Da habe ich mir gedacht, ob die auch wohl da drin ist. Und das weiß ich ganz genau, das ist die teuerste Nexonice limitierte Karte. Die LE6. Richtig krass, dass die da auch drin sein kann. Perfekt. Und, jawohl, und zum Schluss nochmal die teuerste Lego Ninjago Serie 3 limitierte Karte. Also ist nicht die teuerste, aber die teuerste, die in diese Wundertüten stecken kann. Das ist natürlich jetzt richtig perfekt. Dann der grüne wieder, den ich so cool finde. Kommt dahin. So, ihr habt es jetzt gesehen. Ich habe 10 Wundertüten aufgemacht. Die hochwertigen Nexonice Karten. Zweimal die für 6. Viermal die für 10 Euro gezogen. Ist auf jeden Fall schon mal top, wie ich finde. Muss man ja ehrlich sagen. Das ist auf jeden Fall die teuerste davon. Habt ihr eine größere Chance zu ziehen, weil ich habe sie ja auch 4-mal gezogen. Dann die Nexonice limitierten Karten, die dabei sind. Wollen wir mal gucken. Einmal die einmal, zweimal, dreimal, der blaue, viermal. Viermal diese Karte, also die müsstet ihr auf jeden Fall mal drin haben. Wenn euch die fehlt, dann habt ihr sie. Oder eben die blaue, die LE6. Die kann auch drin sein. Alles andere ist, glaube ich, spekulativ. Ist seltener. Alles nur einmal drin gewesen. Wenn ihr die braucht, dann müsst ihr vielleicht mehr wie eine Wundertüte euch gönnen. Aber ist ja auch nur ein Fazit. Dann habt ihr auf jeden Fall den Hochstuhl, weil den habe ich einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal den Hochstuhl gezogen. Ist nicht sehr schön, aber die einzelnen Steine, die kann man gebrauchen für was anderes. Daher bin ich auch nicht böse. Dann als seltensten war die Spinne drin. Nur ein einziges Mal. Ist natürlich krass. Dann zweitplatzierte sind diese beiden. Jeweils 4 Tüten. Einmal diese hier. Die sieht richtig cool aus mit den Leuchtsteinen. Und dann natürlich den blau-goldenen. Richtig witzig. Also die habt ihr auf jeden Fall auch eine hohe Chance, dass einer von diesen beiden Figuren drinnen sein muss. Weil 4-mal von 10 Tüten ist schon mal perfekt. Dann die natürlich seltener drin waren. Und zwar 2-mal ist der Roboter. Also wenn ihr den wollt, müsst ihr euch wahrscheinlich 2-mal 3, vielleicht sogar auch 4 Wundertüten holen. Oder ihr habt Glück, ist gleich in der ersten drin. Müsst ihr selber schauen und mir in die Kommentare schreiben. Und 2-mal den Goldweißen. Der sieht auch richtig cool aus. Muss man ja echt lassen. Sieht aus wie ein Schwede mit blonden Haaren. Ja, sagt man ja so, ne? Ihr kennt das ja. Aber der Weißgoldene, der gefällt mir wirklich sehr gut. Ist auch selten drin gewesen. 2-mal von 10 Tüten. Also ich habe einige Lego-Minifiguren wieder mehr in meiner Sammlung. So, ich werde natürlich irgendwas von Lego Nexonice unter ein Video
Linken, das wisst ihr aber, da guckt ihr ja sowieso immer rein. Aber ihr schreibt mir jetzt alles in die Kommentare. Wie findet ihr die Wundertüten? Was haltet ihr davon? Habt ihr euch auch schon ein oder mehrere gönnt? All das könnt ihr und sollt ihr. Und auf jeden Fall, hattet ihr das Gleiche oder dasselbe drin oder was ganz, ganz, ganz anderes? Aber von 10 Tüten habe ich wohl das meiste, was in die Tüte stecken kann, wohl euch jetzt präsentiert. Mit die andere Nummer 1 muss ich mal gucken, weil ich dann von Video mache. Oder ob ich davon mehrere habe, muss ich gleich mal durchsuchen. Kommt auf jeden Fall noch ein Video dazu. Aber nichtsdestotrotz schreibt ihr mir jetzt alles über die neuen Lego Nexo Nice Wundertüte Nummer 1 für 4,50 Euro in die Kommentare. Und das war mal wieder ein Infovideo. Und deswegen sage ich wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.